Herzlich willkommen zum Hormon Reset Podcast. Mein Name ist Rabea Kies, ich bin Personal Trainerin und Hormoncoach. Ich zeige dir hier, wie du selbst auf ganz natürlichem Weg deine Hormone wieder ins Gleichgewicht bringst und wie du dir deine Energie, deine Leichtigkeit und deine schlanke Taille wieder zurückeroberst. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich begrüße dich herzlich zu einer neuen Hormon Reset Podcast Folge. Bevor wir gleich mit dem Thema starten, möchte ich dich gerne noch auf mein kleines Gewinnspiel aufmerksam machen, was gerade läuft. Und das hat folgenden Hintergrund. Ich bekomme fast täglich E-Mails von lieben Hörerinnen, die eine ganz bestimmte Frage haben oder Tipps von mir haben wollen zu einem ganz bestimmten Problem. Und sicherlich kannst du nachvollziehen, dass es zeitlich gar nicht möglich ist, all diese individuellen Fragestellungen zu beantworten. Dafür gibt es ja zum Beispiel auch den Podcast und meine Blogbeiträge. Und trotzdem möchte ich dir die Chance geben, eines von drei Mini-Coachings bei mir zu gewinnen, indem wir beispielsweise deine hormonelle Herausforderung besprechen und ich dir ganz konkrete Empfehlungen gebe, was dir helfen kann, deine Beschwerden in den Griff zu bekommen. Es ist ein 30-Minuten-Coaching, es erfolgt online, das heißt, du kannst mitmachen, egal wo du wohnst. Was musst du dafür tun? Ganz einfach, du hinterlässt mir bei Apple Podcasts eine 5-Sterne-Bewertung und du schreibst einen schönen Kommentar dazu, warum dir der Podcast gefällt oder warum du ihn weiterempfiehlst. Und ganz wichtig, damit ich dich kontaktieren kann, wenn du gewinnen solltest, du schreibst mir bitte noch zusätzlich eine E-Mail mit deinem Kommentar in Kopie oder mit deinem Usernamen, den du bei der Bewertung benutzt hast. Und ja, dann werden wir am 20.03. die Verlosung machen und schauen, ob du eines dieser drei Coachings gewonnen hast. Im Moment sieht die Gewinnchance noch sehr, sehr hoch aus und mach doch gerne mit. Ich setze dir die Mitmachbedingungen in die Shownotes und vielleicht auch nochmal kurz erwähnt sei, dass ich nur die Bewertungen berücksichtige, die zwischen dem 21. Februar und dem 20. März 2020 eingegangen sind. Und jetzt geht es weiter mit dem heutigen Thema und wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Progesteronmangel. Aber eins nach dem anderen, erstmal müssen wir natürlich klären, was ist Progesteron eigentlich? Und eins kann ich dir gleich schon mal verraten, mit Progesteron sollte es sich keine Frau verscherzen. Klar, alle Hormone sind wichtig und toll und nur wenn alle Hormone in den richtigen Mengen zur richtigen Zeit hergestellt werden, haben wir ein hormonelles Gleichgewicht und dann geht es uns auch einfach blendend. Aber da Progesteron sozusagen ein echtes Sensibelchen ist, das unser Körper gerade in stressigen Zeiten gerne mal unterbuttert, sollten wir auch ganz behutsam damit umgehen. Während das Hormon Östrogen die erste Zyklushälfte dominiert und den Eisprung auslöst, hat Progesteron in der zweiten Zyklushälfte seinen großen Auftritt. Progesteron sorgt nämlich dafür, dass sich die Eizelle gut in die Gebärmutterschleimhaut einnisten kann und eine Schwangerschaft möglich ist. Und Progesteron hat noch viele weitere wichtige Funktionen. Es aktiviert unseren Stoffwechsel und unsere Fettverbrennung. Es unterstützt die Schilddrüsenfunktion. Es entwässert. Es gleicht die Wirkung von Östrogen aus. Es fördert einen guten Schlaf. Es entspannt unser Nervensystem. Unter Einfluss von Progesteron sind wir verständnisvoll und besonders stressresistent, was natürlich besonders unser Partner und unsere Kinder sehr zu schätzen wissen.
Und Progesteron wirkt im Grunde wie ein natürliches Antidepressivum. Es ist unser absolutes Wohlfühlhormon, unser Chillhormon. Und genau deshalb kann ein Mangel an Progesteron leider auch zum genauen Gegenteil führen, wie beispielsweise Angstgefühle, Panik, Gereiztheit oder Überforderung, häufig auch ohne, dass man weiß, wo das eigentlich herkommt. Dann kann es zu kurzen, zu langen oder zu unregelmäßigen Zyklen führen, Schmierblutungen. Wassereinlagerungen vor der Periode sind ganz typisch auch mit einem Progesteronmangel verbunden. Dann schmerzempfindliche, geschwollene Brüste, besonders in der zweiten Zyklushälfte. Pickel und unreine Haut, geringe Libido, Schwierigkeiten, schwanger zu werden oder auch Fehlgeburten. Einschlaf- oder Durchschlafprobleme, Heißhunger, Symptome einer Schilddrüsenunterfunktion, PMS, Kopf- und Regelschmerzen sind auf einen Progesteronmangel zurückzuführen. Nicht immer ausschließlich, denn all diese Symptome können natürlich auch andere Gründe haben, aber Progesteron ist auf jeden Fall immer ein starker Auslöser für diese Symptomatik. Und auch weitere Hormonstörungen wie beispielsweise PCOS, also das polyzystische Ovarialsyndrom, hypothalamische Amenorrhoe, also das längere Ausbleiben der Periode, oder Hyperprolaktinämie, dass der Prolaktinspiegel erhöht ist, kann alles auf einen Progesteronmangel zurückzuführen sein. Auf meiner Website rabea-kies.de stelle ich dir übrigens kostenlos einen Hormonselbsttest zur Verfügung. Damit kannst du herausfinden, ob bei dir vielleicht auch ein Progesteronmangel besteht, aber auch ob andere Hormone wie Östrogen, Cortisol, Schilddrüsenhormone oder Insulin bei dir in der Balance sind oder vielleicht auch nicht. Und den Link zum Selbsttest findest du wie immer in den Shownotes zu dieser Folge. Also du merkst schon, mit Progesteron müssen wir uns wirklich gut stellen. Und berechtigterweise fragst du dich wahrscheinlich jetzt, wie verdammt nochmal bekomme ich mehr davon? Und es gibt eine ganz einfache Antwort. Du brauchst dafür einen Eisprung. Richtig gehört, im Grunde ist die einzige Chance, Monat für Monat einen optimalen Progesteronspiegel zu haben, der Eisprung. Der Eisprung ist also nicht nur dafür da, schwanger zu werden, sondern er sorgt dafür, dass wir einen richtig ausgeglichenen Hormonspiegel haben. Und das erkläre ich dir jetzt mal ein bisschen genauer. Der Eisprung findet ungefähr in der Mitte deines Zyklus statt, unter anderem ausgelöst durch einen hohen Östrogenspiegel, der dann nach dem Eisprung rapide absinkt. Beim Eisprung springt das auf die Befruchtung wartende Ei in den Eileiter und zurück bleibt dann die kaputte Eihülle, wo sich das Ei vorher drin befunden hat. Und das nennt man auch Corpus luteum oder Gelbkörper. Und genau dieser Gelbkörper beginnt nun nach dem Eisprung Progesteron zu produzieren. Und übrigens steigt auch unsere Körpertemperatur um 0,5 Grad. Manche Frauen spüren den Eisprung recht intensiv und haben dann auch einen sogenannten Mittelschmerz, ein Ziehen oder das kann auch so ein dumpfer Schmerz im Unterleib sein, häufig auch nicht besonders stark. Aber es gibt eben Frauen, die diesen Eisprung sehr, sehr deutlich erleben. Andere wiederum merken gar nichts davon. Und wenn du das Gefühl hast, ja, da ist in der Mitte des Zyklus irgendwie so ein Ziehen im Unterleib, dann kann das durchaus auch schon mal 2 Tage so gehen und das ist auch völlig normal. Wenn das Ei dann nicht befruchtet wurde, stirbt der progesteronproduzierende Gelbkörper ab. Damit sinkt der Progesteronspiegel, die Gebärmutterschleimhaut wird abgebaut und über die Menstruation raus aus dem Körper geschafft. Zusammengefasst heißt das, ganz einfach, kein Eisprung, kein Gelbkörper,
kein Progesteron. Zumindest nicht so viel Progesteron, wie nötig wäre, denn auch die Nebenniere kann ein bisschen Progesteron produzieren, aber bei weitem nicht in den Mengen, die wir für einen harmonischen Zyklus brauchen würden oder um unsere Östrogenmenge auszugleichen. Eine entscheidende Ursache für den Progesteronmangel haben wir jetzt also festgestellt und das ist der fehlende Eisprung. Aber es gibt natürlich noch weitere Gründe für niedrige Progesteronspiegel. Erster Punkt, ganz klar, das Alter. Bereits ab 35 lässt langsam aber sicher die Funktion der Eierstöcke nach. Die Zahl und die Qualität der Eizellen und Eisprünge reduziert sich und damit sinkt dann auch Progesteron sehr deutlich ab in der Perimenopause und dann schließlich auch in der Menopause. Und das kann dann auch schon mal zu sogenannten anovulatorischen Zyklen führen, in denen der Eisprung ausbleibt und wir dann vermehrt zum Beispiel mit PMS zu kämpfen haben. Länger andauernder körperlicher oder emotionaler Stress ist ein weiterer ganz entscheidender Grund, warum wir nicht genug Progesteron haben. Und das ist eigentlich im Grunde auch die Hauptursache, warum bei den meisten Frauen ein Progesteronmangel herrscht. Vor allem auch bei den jüngeren Frauen außerhalb der Perimenopause, wo ja die Zahl der Eisprünge sowieso runtergeht. Stress bewirkt nämlich, dass du zu viel unseres Stresshormons Cortisol ausschüttest. Und dieses Cortisol besetzt dann quasi die Progesteronrezeptoren. Und das Progesteron kommt auf diese Weise dann nicht mehr gut in die Zelle und kann so eben auch nicht wirken. Und zum anderen musst du wissen, dass der Körper sowohl Progesteron als auch Cortisol aus dem gleichen Vorstufenhormon herstellt, dem Pregnenolon. Bist du nun unter Dauerstress, was für den Körper nichts anderes bedeutet als Gefahr, wird er auf keinen Fall eine Schwangerschaft unterstützen. Und er wird alles dafür tun, dein Überleben abzusichern. Und so wird aus Pregnenolon nicht Progesteron gebaut, sondern Cortisol. Ein dritter Grund, warum Stress sich auf den Progesteronspiegel negativ auswirkt, ist, dass Cortisol dazu führt, dass unsere Hormone LH und FSH nicht in ausreichender Menge ausgeschüttet werden. Und die sind wichtig für den Eisprung. Außerdem raubt Stress eine Menge Vitalstoffe, die wir für die Eizellenentwicklung unbedingt brauchen. Ja, weil habe ich nicht genug Nährstoffe, nicht genug Vitalstoffe, können sich keine guten Eizellen entwickeln, die später dann genug Progesteron produzieren. Ein dritter Grund, warum wir unter Progesteronmangel leiden können, ist die Östrogendominanz. Die haben wir hier auch im Podcast schon ausführlich besprochen. Das heißt, immer wenn ich eine Östrogenlast habe, geht das auf Kosten unseres Progesterons. Und hier seien sicherlich nochmal erwähnt, all die Umweltöstrogene, denen wir zunehmend ausgesetzt sind, sogenannte Xenoöstrogene, die den Körper extrem belasten. Und wenn meinetwegen Leber und Darm nicht optimal funktionieren, wird auch eine Östrogendominanz begünstigt. Ein weiterer Grund ist die Unterfunktion der Schilddrüse. Die Schilddrüse ist nämlich beteiligt an der Progesteronsynthese. Das heißt, eine schwache Schilddrüse führt zu weniger Progesteron. Es gibt auch den sogenannten Lutealphasendefekt. Das ist grundsätzlich eine Schwäche der Eierstöcke, Progesteron zu bilden. Und dann muss man sicherlich auch noch erwähnen, dass ein Vitaminmangel nicht nur aufgrund von Stress, sondern auch aufgrund einer nährstoffarmen Ernährung zu Progesteronmangel führen kann. Insbesondere sprechen hier
sprechen wir hier von B6, B12, Vitamin C, Vitamin E und Magnesium. Wenn die nicht da sind, haben wir auch eine geringere Eizellenqualität. Und ganz wichtig auch nochmal für die Frauen, die besonders sportlich sind, die besonders auf ihre Ernährung und auf ihre Figur achten möchten, auch zu viel Training, also Übertraining, eine hohe Kalorienrestriktion, Langzeitfasten oder überhaupt Unterernährung, weil ich zu selten oder zu wenig esse, ist für den Körper ein absoluter Stressfaktor und kann eben auch zu dieser hypothalamischen Amenorrhoe führen, nämlich dem Ausbleiben der Periode. Und last but not least muss ich die hormonelle Verhütung nennen, denn du musst wissen, dass bei hormoneller Verhütung kein Eisprung stattfindet. Und deshalb hast du auch kein körpereigenes Progesteron. Jetzt denkst du vielleicht, naja, ist ja egal, ich habe kein körpereigenes Progesteron, ich habe ja durch die Pille dann das Progesteron. Leider nicht. Denn in der Pille befindet sich ein synthetisch verändertes Fremdhormon, das allerdings nichts mit dem körpereigenen Progesteron gemeinsam hat. Diese Pillenhormone nennt man Gestagene oder Progestine. Die Progestine der Pille können Ängste und Depressionen auslösen und sie führen auch nicht dazu, dass wir unsere beruhigenden Neurotransmitter ausschütten. Das kann nur unser körpereigenes Progesteron. Und deshalb erleben Frauen unter der Pille gar nicht so selten depressive Verstimmungen, Gereiztheit oder auch sexuelle Unlust. Sie erkennen sich irgendwie gar nicht so richtig wieder. Und darüber hinaus begünstigt die Pilleneinnahme wieder die Östrogendominanz, die ja eben ganz automatisch dann zu einem Progesteronmangel führt. Also wieder einmal siehst du, wie komplex doch das ganze Thema Hormone ist. Und damit du diese Informationen erstmal verdauen kannst, würde ich vorschlagen, besprechen wir dann in der nächsten Woche, wie es dir auf ganz natürlichem Weg gelingt, deinen Progesteronmangel auszugleichen. Meine Liebe, wenn dir diese Folge geholfen hat, deine Symptome besser zu verstehen, dann hinterlasse mir sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast und wenn du schon dabei bist, natürlich gern auch einen netten Kommentar und dann hast du auch gleichzeitig noch die Chance, an meinem Gewinnspiel teilzunehmen und eines meiner 3 Mini-Coachings zu gewinnen. Alle Links zu dieser Podcast-Folge findest du in den Shownotes oder geh einfach auf meine Website rabea-kies.de. Ich freue mich schon auf nächste Woche und bis dahin wünsche ich dir wie immer glückliche Hormone. Deine Rabea.